Also wir bewegen uns so dazwischen. Es war auch ganz lange der Gedanke, werden wir jetzt zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein und versuchen das über Sponsorengeldern zu machen, weil eben unser Fokus auch nicht darauf liegt, letztendlich so stark in diesen Verkauf zu gehen. Ich habe das auch ganz stark gemerkt, wenn ich selber in Galerien gehe, wie ich angesprochen werde. Es ist einfach ein ganz anderes Verhältnis, wie man, wenn man in einen Kunstverein geht, wo es wirklich dann auch um die Kunst geht. Und ja, wir bewegen uns an so einem Grat. Also wir hoffen, dass wir einfach irgendwo immer so bei Null rauskommen, dass einfach die Kosten gedeckt sind. Und das ist wahrscheinlich auch so dieser jugendliche Idealismus oder auch dieses Engagement und diese Motivation in ein paar Jahren ist wahrscheinlich auch, dass man sich denkt, ja, jetzt möchte ich halt einfach auch mal von was abbeißen. Aber momentan ist es einfach noch sehr, sehr spannend für uns. Ja. Unser Ziel ist vielleicht, ja, vielleicht wirklich auch auf die Messe zu gehen. Es gibt ja die Blumen zum Beispiel, eine junge Messe in Köln. Es ist also so, dass wir erstmal unseren Künstlerstamm jetzt aufbauen müssen, auch sozusagen dieses Vertrauen uns erstmal erarbeiten müssen nach außen hin, auch für unsere Besucher, für unsere Kunden, für Leute, die hier ein- und ausgehen, die den aber sozusagen auch besuchen. Das dauert auch einfach und braucht Zeit und ja, mal sehen. Also wir haben jetzt die Räume bis Ende nächsten Jahres. Was sich da bis zum Herbst entwickeln kann, wenn wir bis dahin so eine Zusammenarbeit mit Künstlern erarbeiten konnten, dann sind wir vielleicht wirklich auf der Messe.